Hallöchen, ihr Lieben. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr wisst, wenn ihr mich seht, gibt es höchstwahrscheinlich ein Aufräumvideo. So ist es auch heute mal wieder. Außerdem bin ich heute mal ein bisschen doller geschminkt. Ich habe mal die Lippen für euch gemacht. Das mache ich ja sonst nie. Und jetzt hoffe ich die ganze Zeit, dass ich keinen Lippenstift auf den Zehen habe. Also wenn ihr die ganze Zeit den hier seht, wisst ihr warum? Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht, was das Video wird. Wird es so ein, wir machen heute alles in allem Video oder wird es eher ein Aufräumvideo? Ich kann euch noch nicht garantieren, was es wird. Aber am Titel und am Thumbnail habt ihr das sicherlich schon erkannt. Ihr seid mir also einen Schritt voraus. Der Grund für mein heutiges Video, nicht der Hauptgrund, denn ihr werdet es wahrscheinlich schon erkennen. Bei mir sieht es hier wieder chaotisch aus, wie so häufig. Aber der Hauptgrund für das heutige Video ist die Inspiration für mein Badezimmer. Ich erzähle euch ja, ich glaube schon seit anderthalb Jahren, seit zwei, dass ich sehr unzufrieden mit der Deko da oben bin, dass ich immer finde, dass da so etwas fehlt, was so dem Ganzen so ein wohnliches Gefühl gibt. Und deshalb ging ich dann auf die Suche nach irgendetwas, was ich dort oben anbringen könnte. Und ihr wisst ja, ich sag immer, ich brauche mein Grün, ich brauche irgendwas, was so mich ans Meer erinnert, wo ich einfach weiß, ich kann mich wohlfühlen. Das ist nämlich immer so meine Wohlfühlzone. Irgendwo, wo es Wasser gibt und wo es grün ist. Und tada! Mich hat ein Unternehmen namens Desenio angeschrieben. Die haben super viele Leinwände, Poster, Plakate, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Und übrigens auch Deko. Aber ich habe mich jetzt in dem Fall halt auf die Leinwände konzentriert und auch auf Poster. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Die haben eine super große Auswahl gehabt. Und da durfte ich mir was aussuchen. Ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich ich war, denn ich wurde natürlich direkt fündig. Ich muss sagen, ich kam in ein kleines Dilemma. Ich wusste nämlich nicht, ob ich da oben irgendein Strandthema hinhaben wollte oder eher so die Berge. Und da habe ich dann etwas entdeckt, nachdem ich so hunderte Plakate in meinen Einkaufswagen gelegt habe zu den Favoriten, weil ich danach immer so aussuche, was mir denn am meisten davon zusagt, habe ich die perfekten Bilder gefunden, Leute. Etwas, was beides hatte. Berge und Wasser. Ich zeige sie euch mal. Tada! Klasse, oder? Ich meine, guckt euch das mal an. Wir haben hier Berge, das Wasser und diese zwei Boote. Ich finde, das gibt so ein richtiges Gefühl von Stille und Ruhe. Ich weiß nicht warum. Als ich diese beiden Bilder hier, oh, vor allen Dingen dieses hier, als ich diese Bilder hier gesehen habe, wusste ich ganz genau, dass diese in mein Badezimmer kommen. Da gab es gar keine Frage mehr. Und die sind echt groß. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich wollte kein zu großes Bild im Badezimmer haben, denn ich wusste ganz genau, an welche zwei Stellen ich Bilder haben wollte. Wir haben ja da nicht ganz so viel Auswahl. Und wir haben es dann ausgemessen und diese Größe war perfekt für uns. Das heißt, wir hängen diese hier heute auf. Und wenn ich dann mein Bad nehme, oh, ihr müsst euch mal vorstellen, ja? Ich im Badezimmer, in der Badewanne, das stellt euch lieber nicht vor. Aber man liegt so in der Badewanne, die Füße hochgelegt mit einem Gläschen Wein, meinen Spießen mit Käse und Weintrauben und dann guckt man so an meinem Bäumchen vorbei und hat da dieses Bild. Ich weiß nicht warum, das ist so mein Blick, den ich habe. Zumindest in meiner Vorstellung. Ich hoffe, in der Realität wird es dann heute genauso sein. Darüber freue ich mich übrigens tierisch, aber nicht nur das, denn was wäre mein Kanal ohne irgendwelche Aufräumpläne, Monatspläne oder sonst irgendwas? Ich sage euch ja immer, dass ich 1000 To-Do-Listen habe. Deswegen habe ich mir hier was bestellt. Und zwar einmal einen Bilderrahmen und einmal, oh, ich stelle euch das mal etwas anders ein. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Das hier ist ein Monatskalender. Und diesen will ich in den Bilderrahmen reinpacken, also als Bild sozusagen, sodass ich dann auf der Glasscheibe hier alle Termine für den Monat hier vermerken kann. Damit ihr aber so einen besseren Einblick bekommt, was ich genau damit meine, werdet ihr das hier natürlich gleich nochmal in Action sehen, wie ich das sozusagen hier reingebe und wie ich das Ganze auch befülle. Denn der Monat Mai steht vor der Tür und lasst mich euch eins sagen, der Mai ist bei uns total vollgepackt mit super vielen Terminen. Und Alex und ich sind sowieso schon so die typischen Eltern bei den Elternabenden, die dann sagen, ich habe nicht in die App reingeguckt, ich habe vergessen, dass das und das ansteht. Leute, wir arbeiten an uns, okay? Aber damit das nicht passiert, haben wir ja das hier. Und da haben wir für den kommenden Monat halt wirklich einiges einzutragen. Übrigens weiß ich nicht, wann dieses Video online geht. Vielleicht geht es erst irgendwie Mitte Mai online oder so. Und dann seht ihr, dass da alles schon irgendwie vorbei ist. Aber für mich ist es halt so, dass der Mai erst vor der Tür steht. Deswegen muss ich natürlich direkt am 1. anfangen. Also ihr seht, wir haben echt
einiges besorgt. Und Desenio war so großzügig und gibt jedem Einzelnen von euch, wenn ihr den Code KIKI bei der Bestellung, ich blende ihn euch hier ein, wenn ihr diesen Code eingibt, bekommt ihr alle 50% Rabatt. Was wirklich, wirklich klasse ist und ein super Deal. Also falls ihr Lust habt, wie gesagt, der Link ist unten und auch der Code dafür. Ich hoffe, ihr werdet alle fündig, wobei ich mir da ziemlich sicher bin. Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Desenio, die das hier ermöglicht haben. So, dann lasst uns jetzt mal gucken, was wir hier so alles haben. Wie gesagt, das hier ist die Post von Desenio. Das hier sind meine Leinwände. Jetzt könnt ihr sie sogar noch besser sehen. Jetzt reflektiert das hier nicht so. Und hier ist der Zustand unseres Wohnzimmers. Sieht wieder chaotischer aus, als es tatsächlich ist. Ah ja, hier im Esszimmer, ihr könnt es vielleicht schon erkennen, hunderte Seiten von Gesetzen und Sonstiges. Wir haben gerade erst die Fächer mitgeteilt bekommen für die Prüfungen. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich lerne. Deswegen habe ich hier schon Lernzettel gemacht. Und das ist halt nicht wenig. Und für die unterschiedlichsten Fächer. Deswegen liegt hier alles rum. Und ihr seht so ein bisschen, was ist hier und da. Hier ist noch mehr Kram, noch mehr Kram und noch mehr Kram. Das heißt, die nächsten 3 Wochen wird es hier genau so aussehen. Aber wisst ihr, es ist nun mal so, wie es ist. Und ich werde immer alles auf diese 2 Stühle hier umpacken, damit wir hier zumindest in Ruhe essen können. Bloß ich lerne am allerliebsten hier am Esstisch, denn der ist riesengroß. Und ja, dann werden wir die einfach runterpacken. Das haben wir hier also auch schnell erledigt. Kommen wir nun zur Küche. Die ausnahmsweise mal, ich meine, guckt euch das mal an. Es sieht wirklich nicht schlimm aus. Das, was da vorne in der Ecke ist, kann alles gleich in die Spülmaschine eingeräumt werden. Und dann seht ihr hier schon, dass eigentlich sonst alles sauber ist. Und hier im Flur liegt auch wieder einiges rum. Hier sind so ein paar Sachen. Leute, wir haben unsere Tickets bekommen für Klasse, wir singen. Die stehen nämlich jetzt für Mai an. Ich muss das alles eintragen, damit ich das Jahr nicht vergesse. Und ihr seht ja schon, das alles hier. Und das hier liegt jetzt bestimmt schon seit 2 Wochen oder 3 Wochen hier rum. Und keiner bringt es weg. Also das werde ich heute hier auch fertig machen und dann mitnehmen, wenn ich Max von der Schule abhole. Und hier im Hauswirtschaftsraum explodiert die Wäsche mal wieder. Liegt aber auch nur daran, dass ich hier, ich weiß gar nicht wie lange, schon nicht reingeguckt habe. Nachdem wir hier den Hauswirtschaftsraum sauber gemacht haben, habe ich fast alles hier liegen lassen. Ich habe hier nur noch mal eine Wäscheladung gestellt und die ist hier drinne. Ansonsten ist das heute hier mit die wichtigste Aufgabe. Diejenigen von euch, die jetzt nicht das erste Mal zuschauen, die wissen, in welchem Zimmer wir immer beginnen. Das ist immer das Esszimmer. Ich habe echt so meine Routinen, von denen ich selten abweiche. Und das sind so die Zimmer, mit denen ich beginne. Versteht mich nicht falsch, ich beginne auch sehr, sehr gerne mit der Wäsche. Die Wäsche ist aber für mich eine separate Rubrik. Es hat so seine ganz, ganz eigene Kategorie und gehört für mich nicht wirklich zum Aufräumen. Das ist so, als ob ich Essen kochen will und dann sage ich, ich gehe jetzt mal aufräumen. Das Essen kochen ist auch seine separate Kategorie und gehört halt nicht zum Aufräumen. Und genauso geht es mir halt mit der Wäsche. Alle Punkte im Haus haben so ihre eigene Kategorie. Wenn ich aufräume, heißt es wirklich, dass ich aufräume. Wenn ich Wäsche mache, ist es die Wäsche. Wenn ich was zu essen mache, ist es das Essen. Und so weiter. Deswegen zähle ich das jetzt nicht unbedingt dazu. Aber hier im Esszimmer beginne ich meist immer mit dem Aufräumen. Zumindest unten im Erdgeschoss. Auch oben habe ich so meine bestimmte Vorgehensweise. Das Badezimmer zum Beispiel ist oben immer der letzte Punkt, an den ich mich mache. Einfach nur, weil es dort am längsten dauert. Zumindest meistens. Nicht immer, aber ganz, ganz häufig. Außerdem bin ich nicht der größte Fan vom Badezimmer aufräumen. Ich weiß, einige von euch schwören drauf und lieben es, die Badezimmer zu putzen. Das ist so ihre Lieblingsroutine. Für mich ist es absolut nicht der Fall. Ich mag es nicht, Badezimmer zu putzen. Deswegen bilden meine Badezimmer auch immer so das Schlusslicht. Also sowohl unten als auch oben mache ich die Badezimmer immer ganz zum Schluss. Genauso sah es, glaube ich, an diesem Tag aus. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie ich das geschnitten habe. Ich kann euch nur eins sagen, ich bin wirklich froh, wenn im Esszimmer endlich die ganzen Schulsachen dort weg sind. Das stört mich so tierisch. In der ganzen Lernphase jetzt bekommen wir nicht so wirklich Besuch. Jeder von unseren Freunden weiß ja, dass ich die Prüfung habe und dass ich lernen muss. Und dementsprechend haben wir nicht ganz so viel Besuch bei uns. Auch von den Kindern, da bin ich wirklich super, super glücklich, dass wir ebenfalls mit vielen Eltern unserer Freundeskinder befreundet sind. Also zum Beispiel Max hat seinen besten Freund, mit dessen Eltern sind wir auch befreundet. Und die wissen zum Beispiel auch, dass ich die Prüfung habe. Und die sind dann immer so lieb und sagen dann, nee, schick auf jeden Fall Max rüber und du musst jetzt lernen und konzentrier dich darauf. Ich bin da wirklich super, super happy drüber. Denn es ist doch immer noch mal was anderes, wenn man Kinder zu Hause hat,
Die kommen ja doch ab und an mal und wollen was fragen und wollen was wissen. Und mir persönlich nimmt es einfach so ein bisschen die Last von den Schultern, wenn die Kinder dann woanders sind. Also versteht mich nicht falsch, ich will sie nicht loswerden. Aber trotzdem ist es doch angenehmer, wenn dann Freundinnen einen unter die Arme greifen und dann aushelfen. Ja, so viel dazu. Jetzt sind wir ja in der Küche, die Spülmaschine ist eingeräumt, dann geht es weiter an meine Flächen. Ihr wisst es, das ist so der Punkt, an dem ich sage, die Küche ist erst richtig sauber, wenn ich die Flächen gewischt habe. Da geht nichts drum herum. Und ich weiß, jeder von uns, das habe ich jetzt so im Laufe dieser ganzen YouTube-Geschichte hier gelernt, hat seine eigene Vorgehensweise und hat seine eigenen Punkte, von denen er sagt, die müssen gemacht werden, sonst ist es für mich nicht sauber. Für einige von euch sind es zum Beispiel Gerüche in den Reinigungsmitteln. Das ist übrigens bei mir genauso. Ich liebe es, wenn etwas super frisch riecht. Und wenn ich dann Reinigungsmittel benutzt habe, die so seinen eigenen Geruch abgeben und ich diesen Geruch auch noch mag, dann habe ich so das Gefühl, ich habe noch viel, viel mehr getan, als dass das tatsächlich war. Etwas, das ich zum Beispiel problemlos vernachlässigen kann, sind die Böden. Ich habe absolut kein Problem, wenn ich das ganze Haus putze und dann die Böden aber nicht mache. Das ist für mich nichts, wo ich dann sage, es fällt so stark auf, dass es nicht sauber ist. Das ist für mich nicht der Fall. Natürlich hätte ich es auch lieber, wenn ich dann hier wische oder hier sauge und dann ist alles wirklich glänzend und strahlt. Allerdings bei so schnellen Aufräumroutinen, wo ich einfach nur das Haus sauber wissen möchte, vernachlässige ich die Böden doch schon häufiger. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Das war mir vorher, um ehrlich zu sein, nie bewusst gewesen. Denn ich weiß ganz genau, ich habe nicht ganz so viel Zeit. Und wenn ich dann nur eine Stunde habe, investiere ich sie in das Erdgeschoss und will so viel wie möglich sauber haben. Und da gehören die Böden für mich halt nicht unbedingt dazu. Habe ich aber erst gemerkt, als ich immer wieder diese Videos geschnitten habe. Denn dann fällt einem erst so richtig auf, was man eigentlich macht, was man eher vernachlässigt und dass man vielleicht einige Sachen so macht, wie man sie nicht machen sollte. Aber wie gesagt, also solange die Sachen für mich so funktionieren, behalte ich sie auch bei. Vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, ihr wisst ja, ich lerne momentan und in dieser Zeit mache ich nicht ganz so häufig sauber. Ganz, ganz viel bleibt momentan an Alex hängen. Es ist leider so, wenn man einen Partner hat, dann, ich glaube, man muss sich einfach auf den anderen Partner verlassen können. Und das ist etwas, was mir tierisch wichtig in unserer Beziehung ist. Ich weiß, dass egal was ich habe, dass er mir dann unter die Arme greift und dann diese Aufgaben in der Zeit übernimmt. Und genauso ist es halt momentan. Ihr seht mich zwar hier aufräumen, aber das ist halt nur ein Tag von, ich weiß nicht, von 2 Wochen oder so. Und Alex hat dann wirklich die ganzen anderen Tage was gemacht. Macht er es genauso wie ich oder genauso gründlich, wie ich es gerne hätte? Nein, natürlich nicht. Wir alle haben unsere eigenen Abläufe, so rum sollte ich es vielleicht sagen. Und für jeden ist was anderes wichtig. Wie ich ja bereits, ich glaube, schon 100-mal erzählt habe, ist Alex zum Beispiel nicht der größte Fan davon, in der Küche die ganzen Flächen zu wischen. Er räumt dann lieber alles weg und dann ist es für ihn sauber. Für mich ist es erst sauber, wenn die Flächen gewischt sind. Trotzdem bin ich über jede Hilfe wirklich glücklich und sagt dann auch nicht zu. Denn ganz ehrlich, wenn er nicht aufräumen würde, würde keiner bei uns zu Hause aufräumen und dann würde es noch chaotischer aussehen, als es sowieso schon tut. Und ja, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ihr wisst ja, ich sage immer wieder, ich liebe das Aufräumen nicht. Also für mich ist es eher so, dass ich auf das Ziel zuarbeite und das ist immer ein sauberes Zuhause zu haben. Das ist etwas, was ich wirklich liebe. Der Prozess selbst gehört nicht unbedingt zu meinen Favoriten, sind wir mal ganz ehrlich. Aber während dieser ganzen stressigen Phase, wo ich jetzt so lernen muss und wo ich tierisch gestresst bin und einfach ständig Kopfschmerzen habe, habe ich wirklich für mich gemerkt, dass ich diese Ablenkung mit dem Aufräumen wirklich brauche, damit es mir wieder gut geht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur generell die Ablenkung an sich und viel anderes tue ich nicht, als aufzuräumen, wenn ich mich ablenken möchte. Denn wenn ich mit so etwas anfange wie mit einem Buch oder einer Serie, einem Film, dann könnt ihr mir glauben, kann ich nicht ganz so einfach damit aufhören. Und beim Aufräumen selbst habe ich definitiv ein Ende. Also ich weiß ganz genau, ist es erstmal sauber, hat sich das erledigt. Und ja, jetzt haben wir auch den Flur geschafft, kaum zu glauben, es ging doch ganz schnell. Und jetzt mache ich mich an die Bestellung von Desenio. Und zwar ist das dieser Bilderrahmen. Da nehme ich einmal dieses Blatt, was da ja immer so drin ist, raus. Und oh Gott, ja Leute, Gott, das ist etwas peinlich. Aber ich habe echt gedacht, oh mein Gott, was ist denn das da? Und dann habe ich da so ein bisschen rumgezogen und habe gemerkt, dass da eine Folie drauf ist.
Und das ist übrigens kein Glas. Das ist etwas, was ich wirklich klasse finde, denn das hält bei uns im Flur. Und wenn die Kinder gegenkommen, hatte ich tierische Panik, dass ich dann überall Glasscherben habe. Aber das Teil ist aus Plastik, die Vorderfront. Und dann kann ich das nämlich beschriften. Ihr seht ja hier, ich habe extra einen Stift gekauft. Hier habe ich einmal ausprobiert, ob ich ihn wegwischen kann. Nicht, dass ich das einmal beschrifte und dann kann ich nichts mehr damit anfangen. Und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und habe erstmal alle Termine für den kommenden Monat eingetragen. Und mir ist dann im Nachhinein schon aufgefallen, dass ich echt einiges vergessen habe und das habe ich dann nachgetragen. Eine super, super wichtige Sache war zum Beispiel die Hochzeit meines Bruders. Die habe ich komplett vergessen für den Monat. Und als ich es dann am Abend gemerkt habe, beziehungsweise ich glaube, Alex hat dann irgendwann gesagt, sag mal, hier fehlt doch die Hochzeit, habe ich nur gedacht, oh mein Gott, ich muss noch ein Kleid bestellen, ich muss noch einen Anzug für Max bestellen. Alex hat noch keinen Anzug. Das hat dann wieder so richtig mein Stresslevel hochgetrieben. Oh Gott, ja, ihr merkt also, es wird nicht weniger. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und mehr. Aber immerhin sind wir dran. Und das mit dem Kalender war die beste Idee überhaupt. Vor allen Dingen ist er nicht allzu groß und passt perfekt in diese eine Ecke, wo er von Anfang an geplant war. Oh Gott, ich bin ganz schön hell. So, wir machen uns jetzt an das Essen. Und zwar werden wir heute Hirsebratlinge machen. Hier seht ihr schon die Hirse. Ich werde jetzt erstmal die Hirse aufsetzen, köcheln lassen. Auf jeden Fall darf es dann abkühlen. In der Zeit werde ich dann die Kinder abholen. Und sobald wir zu Hause sind, machen wir uns an die Burger. Und zwar müssen wir dafür noch Tomaten schneiden, Eisberg, saure Gurken und so ein bisschen was auf den Tisch stellen. Übrigens helfen mir die Kinder inzwischen beim Tischdecken. Das ist ganz süß. Das haben wir jetzt komplett neu gemacht. Das hatten wir früher nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Und der Grund, warum wir Hirsebratlinge-Burger machen, ist der, dass die Kinder die Gemüsebratlinge-Burger nicht ganz so gerne essen. Und ich vertrage kein Hackfleisch, das wisst ihr. Wir haben trotzdem Lust auf Burger von Zeit zu Zeit. Die Kinder mögen sowas immer, sowas wie Wraps, Burger, sowas geht immer. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache dann diese hier. Muss gestehen, die essen sie nicht immer. Das ist echt immer so tagesformabhängig, wie sie gerade lustig sind. Wir schauen also mal. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Hirse. Und hier habe ich die Hirse sogar abgewogen. Das tue ich ja sonst nie. Ich koche immer nur nach Gefühl. Allerdings muss ich sagen, habe ich die Hirse schon Ewigkeiten nicht gekocht und wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich zu viel habe. 500 Gramm Hirse. Kommt einmal hier rein. Und ganz ehrlich, wasche ich die Hirse meistens vor. Ja, aber heute habe ich keine Lust. Übrigens passiert dieses keine Lust in ganz, ganz vielen anderen Bereichen ebenfalls. Anschließend kommt etwas Gemüsebrühe rein und ich mag es nicht, irgendwelche Petersilienstückchen oder sowas im Mund zu haben. Deswegen sieb ich sowas immer durch. Ich bin kein großer Fan von Kräutern. Deswegen habe ich in meiner Küche auch keinen Kräutergarten und habe es auch nicht vor. Und das hier siebe ich einmal durch. Es kann ruhig einiges an Brühe rein. Ich nehme jetzt den Rest, den ich hier hatte. Und so ein bisschen was an Kräutern da drin zu haben, finde ich nicht schlimm. Das sind so die kleinen Teile, die hier runterfallen, weil sie zu klein sind. Aber so der Rest, der kommt definitiv weg. Und ich gebe jetzt nochmal 1 Liter warmes Wasser hinzu. 1 Liter einfach nur, weil ich gerne so die doppelte Menge von etwas nehme. Ich denke, das wird passen. Und wenn ich in der Zeit merke, dass es zu wenig Flüssigkeit ist, gebe ich einfach noch etwas nach. Und das lassen wir jetzt köcheln. Dann ging es weiter an die Wäsche. Und an dem Tag habe ich tatsächlich die Wäsche auch zu diesem Zeitpunkt gemacht, wo ich sie euch zeige. Ihr wisst, normalerweise fange ich mit der Wäsche zuallererst an. Wie gesagt, gehört für mich nicht zum Aufräumen. Trotzdem ist es der erste Schritt, denn die Waschmaschine arbeitet in der Zeit, wo ich dann aufräume. Und dann kann ich zwischendrin immer die Wäsche aufhängen, neue Wäsche stellen und so weiter. Das habe ich in dem Fall nicht getan. Ich habe, glaube ich, den Abend zuvor die gesamte Wäsche abgehangen. Das heißt, diesen Schritt hatte ich nicht mehr zu machen, was wirklich, wirklich praktisch war. Und hier habe ich dann nur noch vorsortiert und habe anschließend dann wieder mal nach Farben gewaschen. Ihr wisst ja, ich sortiere meine Wäsche immer nach Farben. Und ja, auch wieder hier. Ich werde es, glaube ich, in allen Videos erzählen, einfach nur, weil immer wieder auch diese Kommentare kommen. Ich weiß, dass ich nicht nach Farben waschen muss. Trotzdem ist es eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache und die ich auch beibehalten werde. Ihr seht dort die Wäscheberge. Ich habe also definitiv genug Wäsche zu waschen, egal ob ich sie jetzt nach Farben sortiere oder nicht. Also die Anzahl der Wäsche, die bleibt ja so oder so. Und für mich macht es einfach mehr Sinn, nach Farben zu waschen. Nicht nur, weil ich das Gefühl habe, dass dann die Farben ja wirklich beibehalten bleiben und nicht wirklich auswaschen, sondern auch, weil ich ganz häufig das Problem habe, dass zum Beispiel Alex kommt und dann sagt, ich brauche mein blaues Hemd. Dann weiß ich ganz genau, die blaue Wäsche muss ich durchwaschen und dann hat sich das.
So suche ich mich natürlich dann nochmal dumm und dämlich und darauf habe ich keine Lust. Ich habe sowieso schon immer 5 Wäscheständer voller Wäsche in meinem Hauswirtschaftsraum hängen. Dieses Problem erledigt sich hoffentlich demnächst, wenn wir endlich diese Überdachung bei unserer Terrasse haben. Und dann kann ich die Wäsche auch endlich draußen trocknen. Ihr wisst, aufgrund der vielen Gewitterfliegen, die wir hier haben, funktioniert das nicht. Momentan ist es aber nicht das Problem mit den Gewitterfliegen, sondern wirklich einfach, dass das halt das Wetter nicht passt. Wir sind mitten in so einer, ich weiß gar nicht, was das ist, aber die anderen 2 Häuser neben uns stehen weiter hinten und wir stehen weiter vorne, sodass es bei uns im Garten total windig ist, wenn tatsächlich mal der Wind aufzieht. Und dann fliegen unsere Wäscheständer immer durch die Gegend. Und darauf habe ich keine Lust. Deswegen lasse ich das sein und trockne halt die Wäsche dann hier im Hauswirtschaftsraum. Dauert leider etwas länger, aber das ist etwas, was ich lieber hab, als dass ich dann die ganze Wäsche wieder waschen muss, weil sie irgendwo im Gras gelandet ist und ich weiß nicht. Wie gesagt, das Problem erledigt sich dann hoffentlich, wenn wir die Überdachung auf der Terrasse haben. Und das dauert hoffentlich nicht allzu lange. Übrigens auch ein Plan für den Mai, denn eigentlich soll es dort stattfinden. Ich weiß allerdings noch nicht, wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie der Mai sich gestalten wird. Ich denke wahrscheinlich eher Ende Mai. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wir gleich im Anfang Mai beginnen. Oh, da müssen wir mal gucken. Wisst ihr, unsere To-Do-Liste wächst und wächst. Das sind so Sachen, die plane ich nicht im Vorfeld, also sprich mit so einem Terminkalender oder sowas, sondern das sind Sachen, die stehen dann separat auf einer To-Do-Liste, von der ich dann weiß, dass ich sie irgendwann in Angriff nehmen muss. Ja, nachdem ich die Wäsche gewaschen habe oder gestellt habe, bin ich übrigens Emma abholen gefahren, denn sie war noch nicht zu Hause, auch bin ich der Meinung. Und dann habe ich mich ans Essen machen gemacht. Ihr habt ja gesehen, die Hirse haben wir gekocht und zwar in Brühe. Hier war sie fertig und natürlich habe ich viel zu viel gemacht. Irgendwie habe ich gedacht, oh Gott, 500 Gramm, das sieht zu wenig aus. Und ich habe früher immer ganz, ganz häufig Hirse gekocht. Das gehörte so zu typischen Gerichten von uns. Das habe ich dann irgendwann sein gelassen, weil die Kinder jetzt nicht unbedingt die größten Fans von Hirsebratlingen waren. Nach diesem Mal hat es denen aber wirklich geschmeckt und die fanden das gar nicht mehr so schlimm. Und deswegen, ja, hatte ich dann leider etwas zu viel. Auch habe ich mich ein bisschen überschätzt mit diesem kleinen Kochtopf dort. Also für die Hirse an sich hat es ausgereicht, aber zum Mischen und zum Auffüllen dieser Gewürze und so hat es halt einfach nicht gebracht. Da musste ich das Ganze dann nochmal umkippen in eine, ich glaube, ich habe eine Schüssel genommen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, das seht ihr ja gleich. Ja genau, da seht ihr es. Ich habe eine Schüssel genommen. Dort habe ich aber nicht die gesamte Hirse verbraucht, sondern nur so ein Teil und ein bisschen habe ich noch da gelassen. Denn die Kinder mögen nicht immer die Gewürzmischung. Das ist ihnen manchmal zu scharf, denn ich tue immer Cayennepfeffer mit rein und Paprika edelsüß und Pfeffer. Ich weiß nicht, ich benutze das schon von Anfang an und die Kinder kennen es auch von klein auf. Die finden es nicht ganz so schlimm. Manchmal habe ich dann aber wirklich ein bisschen zu viel da drin und denke mir selbst, so huch, das ist ja doch ganz, ganz scharf. Ja, dann verzichten die Kinder natürlich drauf. Und deswegen habe ich dann noch was im Topf gelassen für diesen Fall der Fälle, wisst ihr? Ja, und dann habe ich nur noch mal alles durchgemischt und ihr habt ja gesehen, ich habe noch ein Ei hinzugegeben oder ich glaube sogar 2, ein bisschen was an Semmelbröseln und natürlich auch Käse. Dann wurde das Ganze abgeschmeckt und dann habe ich doch noch mal ein bisschen vom Grana Padano noch mal mit hinzugegeben, statt nur vom Gouda. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, wenn verschiedene Käsesorten da drin sind, ist der Geschmack auch gleich ein ganz anderer. Das ist eigentlich der einzige Grund gewesen. Und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht, diese Hirsebratlinge zu machen. Und das ist super einfach. Das sind wie Buletten. Heißen die Buletten? Ich hoffe ja. Wir sagen Kotelette dazu. Aber ich glaube, die heißen Buletten. Die formt man genauso wie halt vom Hackfleisch selbst. Dass man erstmal so eine kleine Kugel macht, dann drückt man die Kugel platt und anschließend brät man das Ganze dann an. Und bei der Hirse ist es das Tolle, dass man sie ja vorher schon vorgekocht hat. Das heißt, sie ist eigentlich schon verzehrfertig und ich brauche sie nur noch mal so ein bisschen goldbraun anzubraten, damit wir sie dann auf die Burger legen können. Denn ganz ohne würde es natürlich nicht gehen. Außerdem haben wir dort Ei mit drin und das muss definitiv in die Pfanne, damit es einmal so, ja, nicht frisch dort drin ist. Und hier seht ihr es übrigens auch, ich habe da so ein bisschen länger auf der Pfanne die Sachen liegen gelassen, als sie eigentlich dort sein sollten. Und das hat sich so ein bisschen gerecht. Die anderen Teile wurden aber schon besser. Also ich habe immer mal wieder so Momente, wo ich da nicht aufpasse oder wo ich zwischendrin nochmal was anderes erledige.
Und dann verbrennt mir hier und da mal was. Das sind aber dann so Sachen, die essen Alex und ich auf und die Kinder kriegen dann so die schöneren Stücke. Und dann habe ich nur noch alles fertig gemacht, was ich normalerweise auf einen Burger drauflegen würde. Also in unserem Fall ist es immer die Tomaten, dann ein Eisbergsalat und natürlich auch saure Gurken, die nicht fehlen dürfen. Emma ist übrigens der größte Fan von sauren Gurken. Die liebt diese kleinen sauren Gurken wie verrückt. Sie will sie auch immer in der Brotdose haben. So, jetzt ist der Tisch gedeckt. Wir können sehen, wir haben die hier übrigens nochmal schnell im Backofen etwas knusprig werden lassen. Jeder hat also einen auf dem Teller. Achso, übrigens haben wir wieder die schwarzen Teller rausgeholt, weil die weißen gerade in der Spülmaschine sind, und zwar alle. Hier haben wir Eisberg, hier haben wir die Bratlinge und da haben wir auch noch Tomaten und Gurken. Und hier ist Ketchup und Mayo als Soße. Und das war's dann auch schon. Jetzt essen wir erstmal. Und ja, in dem Ausschnitt, da zeige ich euch tatsächlich, wie ich den Burger belege. Ich weiß, jeder von euch kann seinen eigenen Burger belegen und ihr wisst, wie das funktioniert. Trotzdem wollte ich es euch mal zeigen, denn ich habe gemerkt, es kommen doch immer mal wieder so Rückfragen. Oh ja, wie machst du das? Was für eine Soße benutzt ihr? Oder sonstiges. Und ihr seht ja hier, als Soße benutzen wir meistens immer Tomaten-Ketchup mit Mayo und das vermischen wir dann. Die Kinder nicht, die stehen auf ihren Ketchup. Ich bin nicht so der größte Ketchup-Fan. Mit Mayo kann ich es dann wenigstens noch ertragen. Und hier seht ihr meinen ersten Bissen. Nicht sehr ladylike, aber ganz ehrlich, ich esse dann immer genau so wie jetzt. So, heute ist das Badezimmer hier oben dran. So, ein paar Flecken haben wir hier mal wieder. Und es zieht sich halt weiter. Das Waschbecken hier wird am meisten benutzt. Deswegen sieht es am schlimmsten aus. Und hier haben wir auch mit viel, viel mehr Spritzern auf den Spiegeln zu kämpfen als unten. Dann machen wir heute hier auch die Badewanne sauber. Ha, ich meine, so viele Rückstände sind hier nicht, aber ihr seht hier so einen ganz, ganz leichten Film. Und ansonsten wischen wir nochmal schnell über die gesamten Flächen. Machen natürlich auch die Toilette hier sauber mit dem Bidet. Die Dusche hier rühren wir heute nicht an. Aber dafür soll das Bild hier hinkommen, eins der Bilder. Und ein Bild kommt hier hin. Und ihr seht es ja schon von der Fläche her, passt das optimal dahin. Und vielleicht habe ich euch das ja vorher schon gesagt, aber ich mag es nicht, die Badezimmer zu putzen. Aber an diesem Tag habe ich mich so darauf gefreut, weil ich einfach wusste, dass wieder irgendetwas Neues in dieses Badezimmer kommt, was ich schon seit langer Zeit dort drin haben wollte. Und dann ist die Motivation nochmal eine ganz, ganz andere. Ich finde, wenn man sich irgendetwas kauft oder bestellt, dann, ja, wie gesagt, da kommt für mich sofort dann die Motivation und dann mache ich mich an die Arbeit. Genauso sah es übrigens in unserer Vorratskammer aus. Es war so viel Arbeit, bevor ich losgelegt habe, wusste ich schon, ich werde stundenlang an dieser Vorratskammer sitzen, als ich sie das erste Mal umgebaut habe. Ihr wisst ja wahrscheinlich noch, wir hatten am Anfang nur so ein Holzregal dort drin stehen. Es sah furchtbar aus, es hat gewackelt, dort war nichts stabil und wir hatten kaum Platz, um irgendwas unterzukriegen. Und dann haben Alex und ich ja überlegt, was wir da drin machen können. Dann haben wir die Regale angebracht, die dort jetzt sind. Und dann habe ich irgendwann die ganzen Behälter besorgt und all das Zeug, was jetzt da drin ist. Und seitdem liebe ich es. Und auch da war das halt echt so, nachdem ich dann die ganzen Behälter zu Hause habe, hat mir das so richtig viel Kraft gegeben, dann endlich diese Vorratskammer anzupacken. Auch wenn ich wusste, dass es viel Arbeit ist, wusste ich, auf welches Ziel ich hinarbeite. Und genauso ist es halt hier im großen Badezimmer der Fall gewesen. Ich wusste, an dem Tag werde ich baden gehen und ich wusste gleich, dass mein Gefühl, dann nachts ins Bett zu gehen und zu wissen, dass nicht nur das Badezimmer sauber ist, sondern dass das Badezimmer wieder mal einen Schritt näher an dem ist, was ich mir dafür wünsche. Und das Badezimmer ist ja wirklich so mein Traum gewesen. Ihr wisst, ich liebe es zu baden. Ich dusche ganz, 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 ganz selten mal. Ich bade wirklich, auch wenn es jeden Tag ist. Ich liebe es, in die Wanne zu steigen und einfach mal so ein bisschen abzuschalten und mich auf meine Gedanken zu konzentrieren. Vielleicht auch mal eine Serie oder einen Film nebenbei zu schauen oder halt auch einfach nur Musik zu hören. Deswegen hatte ich eigentlich erst an diesem Tag überhaupt mit dem Aufräumen begonnen. Ich glaube, ansonsten hätte ich das nicht gemacht, sonst hätte ich mich wirklich nur aufs Lernen konzentriert. Und hier wusste ich aber, ich gehe an diesem Tag baden und ich möchte in die Wanne steigen und endlich diese Bilder dort hängen haben. Außerdem stehen wir kurz vor Mai. Das heißt, ich muss wirklich zusehen, dass ich diesen Plan dort endlich unten aufgeführt habe, den ihr ja dort gesehen habt. Ich werde ihn euch natürlich dann nochmal in den Nachherbildern zeigen. Und
Ich denke mal, es wird eine große Hilfe. Alex war übrigens derjenige, der am Anfang gesagt hat, wozu brauchen wir sowas? Das ist doch Quatsch. Wir haben einen Terminkalender, du guckst da rein und dann machen wir das. Also so ein Terminplaner, wisst ihr? Und jetzt, wo ich das gemacht habe, gut, wir sind noch nicht im Mai, sind wir mal ehrlich, aber trotzdem sagt er jetzt schon, oh, das ist richtig gut, das so im Blick zu haben und zu sehen, was wir denn alles geplant haben. Deswegen weiß ich jetzt schon ganz genau, dass diese Idee mit diesem Monatsplaner dort die beste überhaupt war. Vor allen Dingen hat man jetzt auch wirklich alles im Blick, bevor man das Haus verlässt. Dadurch, dass es halt im Flur hängt, ist es so direkt im Blick. Meine größte Hoffnung ist jetzt einfach nur, dass wir viele, viele Termine nicht mehr vergessen. So wie es ja bislang der Fall war. Ich glaube, ich hatte euch das erzählt. Wir sind immer so die Eltern, die alles vergessen, wirklich. Also wenn ich mir das nicht aufschreibe und auch noch so sichtbar dann vor mir liegen habe, könnt ihr vergessen, dass ich mich an irgendwas erinnere. Dadurch, dass wir momentan so, so viele Termine haben und mein Kopf auch noch mit anderen Dingen voll ist, ist es wirklich schwierig, irgendwas bei sich zu behalten. Es ist also nicht ganz so einfach. Ich hoffe jetzt einfach, dass es etwas leichter werden wird. Wie gesagt, das ist meine größte Hoffnung. Oh, und hier seht ihr es. Alex kam übrigens nach Hause. Der war mit Emma irgendwelche Samen kaufen. Ich weiß auch nicht, der kauft da ständig irgendwas. Und dann hat er mir endlich die Nägel an die Wand gehauen. Oder in die Wand gehauen. Ihr versteht. Und dann konnte ich endlich meine Bilder aufhängen. Übrigens hätte Alex diese Bilder aufgehangen. Es hätte eine halbe Stunde gedauert. Leute, der hätte da wieder mit seiner Wasserwaage gestanden und alles ausgemessen. Und bei mir ging es echt so rucki-zucki, alles auf Augenmaß. Mir gefällt es allerdings trotzdem nicht, dass dann nur ein Nagel ist, denn das finde ich ein bisschen zu wenig. Aber ihr seht ja dort meinen Gesichtsausdruck. Ich war so happy. Er sieht gleich ganz, ganz anders aus. Ihr werdet das in den Nachherbildern gleich nochmal sehen. Es ist ein Traum. Ich genieße es wirklich so sehr, in dieses Badezimmer zu gehen. Selbst wenn wir abends den Kindern die Zähne putzen, ist es gleich vom Gefühl her ganz anders als vorher. Das Esszimmer ist jetzt schön sauber. Naja, bis auf die Stühle halt, ne? Da hatte ich aber schon vorgewarnt, dass hier alles weiterhin voll ist. Die großen Gesetze habe ich wieder da reingelegt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was wir hier für eine Deko hinmachen werden, aber das hat ja noch Zeit. Hier in der Küche ging es ja ziemlich schnell, ihr habt es ja gesehen. Hier auf der Insel sind nur noch 3 von Emmas Keksen über. Aber ich wollte sie jetzt, um ehrlich zu sein, nicht umpacken, denn dann hätte ich wieder einen dreckigen Teller, deswegen habe ich es da gelassen. Hier ist alles sauber. Das Geschirr hier vorne kommt ja dann anschließend in die Spülmaschine. Hier ist alles sauber. Und diese ganzen Flächen hier. Die Spülmaschine ist gerade an, die Handtücher trocknen und wenn diese trocken sind, kommen sie da rein. Und auch hier im Wohnzimmer sind wir jetzt durch. Ihr seht ja, alles ist wieder sauber. So, auch der Flur ist jetzt durch. Und ihr könnt sehen, hier ist alles wieder sauber. Die ganzen Gläser habe ich jetzt hier reingetan. Sieht zwar auch nicht ganz so schön aus, aber ich glaube, ich lasse das jetzt immer hier, zumindest vorübergehend, damit wir dort die Gläser reinpacken können. Sieht nämlich besser aus, als wenn sie einfach nur lose auf dem Boden stehen. Und, tadadada, tada, mein Plan. Seht ihr, ich habe es extra weiß genommen, damit das hier reinpasst. Ich hatte am Anfang um Elstern überlegt, das da hinzuhängen, aber Alex meinte, da gehen die ganzen Kabel lang und das war ihm zu riskant. Deswegen ist das Ganze hier gelandet und ihr seht ja, wie viel wir für Mai vorhaben. Mein Gott, am 1. beginnt dann gleich immer so Max Fußball. Max hat immer am Montag und am Freitag Fußballtraining und dann kommt auch noch Ende Mai sein Schwimmtraining hinzu am Dienstag und am Freitag. Und Emma hat immer dienstags Ballett und da sie demnächst eine Ballettaufführung haben wird, haben wir auch immer noch mal Proben, so mitten im Monat. Und ansonsten, oh Gott, Leute, hier sind meine schriftlichen Prüfungen. Bis Freitag, vom Montag bis Freitag. Und dann habe ich frei. Und am Freitag hat Max auch noch sein Klasse-Wir-Singen-Auftritt. Und ja, also ihr seht, es ist gut befüllt. Und ich bin sicher, ich habe Termine vergessen. Und es ist ja noch nicht mal Anfang Mai, das heißt, da kommen definitiv noch mehr Sachen hinzu. So, nun ist das große Badezimmer fertig und es sieht gleich ganz anders aus. So, selbst der Blick hier rein. Hier an der Seite ist jetzt alles fleckenfrei, alles frisch. Vor allen Dingen ist alles weggeräumt. Oh, man sieht hier schon im Spiegel das Bild. Und dann hier gegenüber ebenfalls. Und ich meine, guckt euch das mal an. Sieht gleich ganz anders aus. Und wenn man von dieser Seite aus in der Wanne liegt, dann sieht es so aus. Und das ist gleich ganz anders, als so eine weiße Wand anzustarren. Hier haben wir natürlich die Badewanne ebenfalls geputzt. Und auch die Armaturen. Oh, das sieht richtig schick aus. Das meine ich mit dem Grün. Dann haben wir hier auch alles sauber gemacht. Das ist alles fleckenfrei. Hier ist auch alles wieder besser. Ich zeige euch mal die Toilette. Guck
guckt mal, wie klasse dieses Mittel alles wegkriegt. Das ist echt immer unglaublich. Ich bin jedes Mal begeistert davon. Und dann haben wir natürlich auch hier das Bild. Oh Gott, Leute, ich liebe es. Ich bin so froh, dass ich diese beiden Bilder hier ausgesucht habe. Mein, schaut mal. Es gibt gleich so viel frische Farbe hier rein. Und auch hier wieder, wenn man aus der Dusche steigt, hat man direkt auf der rechten Seite das und auf der linken Seite das Bild. Und hier im Spiegel hat man sogar beide. Und hier habe ich echt mit mir gekämpft, ob ich euch diese Sequenz überhaupt einblenden soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mögt oder nicht, weil ich ja im Vorfeld erzählt habe, wie ich in diese Wanne steigen möchte und wie mein Ausblick dann von dieser Badewanne ist, wollte ich es euch hier nochmal zeigen. So sieht zwar nicht jeder Tag beim Baden aus, aber ich genieße es wirklich ab und zu auch mal so zu baden.